Wenn es um die Frage geht, welche Perspektiven bieten wir den jungen Menschen, die zu uns gekommen sind, die Sprachdefizite haben, die mit hohen Erwartungen zu uns gekommen sind, dass sie hier in Deutschland eine Lebensperspektive haben. Und ich will gleich die Antwort geben, was Sie, das Handwerk, auch die IHK, die Wirtschaft insgesamt, aber ganz besonders das Handwerk leisten. Das ist herausragend. Sie stellen Tausende von Ausbildungsplätzen zur Verfügung. Sie fordern mit Recht, dass die Bleibe- und Duldungsgenehmigungen damit einhergehen, dass Menschen, die eine Ausbildung machen, auch hier bleiben können, mal unabhängig der aktuellen Entscheidungsfrage ihres generellen Aufenthaltsstatus. Und wir sorgen auch gerade in Berlin dafür, gemeinsam in der Großen Koalition, aber ich denke, getragen überparteilich von allen demokratischen Fraktionen dieses Landes, dass es dann auch im Anschluss an die Ausbildung eine Perspektive, eine Bleibeperspektive gibt. Alles wichtige Gemeinsamkeiten, die wir aktuell mehr denn je brauchen. Und ich will ausdrücklich dem Handwerk danken, dass Sie in dieser Form so konstruktiv und konkret auch mit Zahlen belegt, wie es dieser Bericht auch sagt, uns bei dieser wichtigen Aufgabe unterstützen. Neben der Herausforderung, dass wir leider aber insgesamt zur Kenntnis nehmen müssen, dass es weniger Auszubildende gibt, haben wir eine weitere Herausforderung. Und die war einer der Anlässe dafür, dass wir uns seit langer Zeit mit dem Handwerk insgesamt auch in der Politik der Europäischen Union beschäftigen. Es gibt im Zuge der Transparenzrichtlinien erneut die Prüfung in der Europäischen Union, Stichwort zulassungspflichtige Handwerke, Meisterprüfung als Voraussetzung für die Selbstständigkeit, eine Prüfung, ob das, was wir dort heute haben, so bleiben kann oder ob man das grundsätzlich infrage stellen muss, nämlich, dass wir in Deutschland nach wie vor 41 Bereiche und Berufe haben, in denen es notwendig ist, für die Selbstständigkeit eine Meisterprüfung abzulegen. Ich will vorwegnehmen, wir sind 100% überzeugt, und das teilen wir mit der Landesregierung. Dort gibt es sehr klare Aussagen in diesem Bericht, dass das Beibehalten der Meisterprüfung eine volkswirtschaftlich und gesellschaftspolitisch dringend notwendige Maßnahme ist und wir mit allem, was uns zur Verfügung steht, für den Erhalt dieser Situation kämpfen werden. Wir haben nach der Novelle 2004, in der 53 Berufe als nicht mehr meisterprüfungspflichtige Berufe deklariert worden sind, in der Anlage B1 der Handwerksordnung, die Situation erlebt, dass wir in Teilen regelrechte Einbrüche hatten in diesen Betrieben in jedweder Hinsicht. Wenn man sich überlegt, dass wir in den zulassungspflichtigen 41 Handwerksberufen auch einen leichten Rückgang an Auszubildenden hatten von ca. 64 Auszubildenden pro 100 Betriebe auf 55 auszubildende Betriebe 10 Jahre später, Zeitraum 2004 bis 2014. Aber wir haben dramatische Einbrüche dieser Ausbildungszahlen bei den nicht zulassungspflichtigen Berufen von 20 auf 100 Betriebe auf 5. Das ist ein Rückgang von 75%. Ich sage es einmal ganz deutlich, eine katastrophale Entwicklung, die wir dort leider hinnehmen und verzeichnen müssen. Und dem gilt es entgegenzutreten, indem wir sagen, wir bleiben dabei, dass diese jetzt noch und weiterhin 41 Berufe mit einer Meisterprüfung in jeder Hinsicht, nicht nur was die Ausbildungsleistung dieser Unternehmen anbelangt, sondern auch die ökonomischen Leistungen anbelangt, in dieser Anlage A der Handwerksordnung verbleiben müssen. Auch begründet damit, dass wir eine sehr viel höhere Stabilität bei diesen Unternehmen haben. Wir haben, wenn Sie sich die Verbleibedauer auf dem Markt anschauen, nach 5 Jahren der Existenzgründung die Situation, dass immerhin von den Anlage A-Berufen, das sind diese 41, 70% der Betriebe noch existieren. Wir alle wissen, dass eine Existenzgründung immer auch mit einem Risiko verbunden ist und die eine oder andere auch nicht funktioniert. Aber ich glaube, man darf sagen, es ist eine sehr erfreuliche Zahl und Entwicklung, dass 70% der Betriebe nach 5 Jahren existieren und ich sage dann auch auf Dauer existieren. Kollege Boddenberg, Ihre Redezeit ist bereits abgelaufen. Bin gleich fertig. Das genaue Gegenteil haben wir bei den Berufen, die ich in der Anlage B eben beschrieben habe, indem wir dort einen Rückgang haben von 70% innerhalb der ersten 5 Jahre oder eine nicht mehr Existenz von 75%. Das soll heißen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch die wirtschaftliche, ökonomische Stabilität dieser Betriebe mit der Meisterprüfung ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich dieser Kampf lohnt. Und letzte Bemerkung, meine sehr geehrten Damen und Herren und liebe Frau Präsidentin, ich will ausdrücklich sagen und Dank sagen, was im Handwerk passiert, ist, was die Strukturen anbelangt, in allererster Linie Ehrenamt. Wir reden
auch und gerade hier im hessischen Handwerk häufig über Ehrenamt. Aber ich glaube, es gilt eine besondere Würdigung derjenigen, die sich im Handwerk ehrenamtlich engagieren, an der Spitze der Kammern, in den Prüfungsausschüssen, überall dort, wo es gilt, dass Handwerk funktioniert, Ausbildung funktioniert, Kollege Boddenberg, bitte, ist das Ehrenamt präsent. Und dafür am Schluss ein herzliches Dankeschön. Das nächste Mal darf ich wieder auf. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Barth, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mir die Beantwortung Ihrer Großen Anfrage aufmerksam durchgelesen. Insgesamt eine sehr informative und ausführliche Situations- und Marktbetrachtung, für die ich mich bedanken möchte. Das will ich auch gleich zu Beginn sagen, damit die SPD hier klar verstanden wird. Die Pressemitteilung von Herrn Boddenberg, die das Handwerk als zentralen Motor für die hessische Wirtschaft beschreibt, mit einem uneingeschränkten Bekenntnis zum Meisterbrief als Garant für Qualität und Ausbildung, sehen wir genauso und können sie eins zu eins unterschreiben. Aber die Ausführungen der Landesregierung enthalten auch Erkenntnisse, die uns aufhorchen lassen. Wenn wir nur das Positive sehen, dann hätte sich die Landesregierung mit ihrer 49-seitigen Beantwortung umsonst bemüht. Insofern ist auch eine konstruktiv-kritische Lektüre angebracht. Schon auf Seite 3 und 4 wird man stutzig. Während das Handwerk im Zeitraum 2010 bis 2014 einen Umsatzzuwachs von insgesamt 5,3 % aufweist, in Zeiten einer normalen Inflation würde man hier wohl fast von Stagnation reden, entwickelt sich das hessische Bruttoinlandsprodukt doppelt so stark, nämlich mit einer Steigerung von 10,4 %. Und während im Handwerk der Beschäftigtenzuwachs in diesem Zeitraum, in diesen 5 Jahren, mit 1,1 % zu verzeichnen war, nahm die Zahl der Erwerbstätigen in Hessen insgesamt um 4,1 % zu. Meine Damen und Herren, ich will nicht schlecht reden, aber so rosig sieht das nicht aus. Zitat: Beide gesamtwirtschaftliche Kenngrößen, also BIP und Gesamterwerbstätigenzahl in Hessen, zeigen für den Betrachtungszeitraum einen günstigeren Verlauf als die entsprechenden Daten beim Handwerk. Es scheint also Faktoren zu geben, die Wachstumshemmnisse sind für das Handwerk, obwohl die Binnenkonjunktur angezogen hat, obwohl die Auftragslage hervorragend ist, obwohl die Kaufkraft steigt und auch die Zuwanderung dem Handwerk neue Aufträge sichert und hoffentlich auch neue Mitarbeiter. Stichwort Mitarbeiter. Ausdrücklich dankbar sind wir an dieser Stelle der Initiative des Handwerks. Ich meine, Herr Ehinger, das ging auf Sie zurück, dass die jetzt ins Asylpaket 2 eingeflossene Initiative, nämlich dass Asylbewerber, die eine Ausbildung begonnen haben, diese auch zu Ende bringen dürfen und darüber 2 Jahre hinaus in ihrem Beruf weiterarbeiten dürfen, unabhängig vom Stand des Asylverfahrens. Das ist eine Win-Win-Situation für das Handwerk und auch diese jungen Menschen. Das Thema passt aber auch zu dem, was ich jetzt als einen der Gründe nennen möchte, weshalb es dem hessischen Handwerk vielleicht doch nicht so gut geht, wie es ihm gehen könnte. Sie schreiben in der Beantwortung, bis Stichtag 31.12.2014 konnten 9.515 neue Lehrverträge eingetragen werden. Es fehlt aber die Auskunft zum Stichtag 30.09.2015. Das ist traditionell der Stichtag, zu dem die eingetragenen Ausbildungsverträge und offenen Lehrstellen erstmals gemeldet werden, waren hessenweit etwa 2.000 Lehrstellen im Handwerk unbesetzt. Gleichzeitig auch viele unversorgte Schulabgänger, deutschlandweit 81.200. Das sind Zahlen, die nachdenklich machen. Angebot und Nachfrage scheinen hier nicht gut zusammenzukommen. 65 % der Neuverträge im hessischen Handwerk
konzentrieren sich zudem auf die 10 am stärksten besetztesten Handwerksberufe, ist in Ihrer Beantwortung zu lesen, und das bei über 100 Ausbildungsberufen im Handwerk. Ich zitiere erneut: Jugendliche orientieren sich sehr stark an Vorbildern und greifen auf bekannte Berufs- und Rollenbilder zurück. Das heißt, hier hat das Handwerk einen Einfluss, und ich denke, meine Damen und Herren, den müssen wir, glaube ich, stärker nutzen. Gerade MINT-Projekte an den Schulen werden von der Landesregierung hier hervorgehoben. Fast eine ganze Seite widmen Sie diesem Thema. Das finde ich jetzt aber gerade zynisch, denn solche Projekte leiden besonders unter ihren derzeitigen Stellenkürzungen an den Oberstufen. Es hängt eben alles mit allem zusammen. Und wenn wir die Berufsorientierung verbessern möchten, was dringend erforderlich ist, gerade im Sinne des Handwerks, dürfen wir hier eben nicht bei der Bildung sparen. Sorge machen muss uns auch die große Zahl an Handwerksbetrieben, bei denen in den Jahren bis 2018 eine Unternehmensübergabe ansteht, 10.600 Betriebe in Hessen. Jeder vierte Inhaber plant, in den nächsten 5 Jahren seinen Betrieb zu übergeben oder zu schließen. Die größte Hürde dabei die Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Zu 26,8% wird das als Grund genannt. Machen wir uns nichts vor. Ein Teil davon, wobei 6,6% bereits explizit die Schließung angeben, wird den Markt verlassen. Hier kann man zwar beraten und unterstützen, wenn ein Nachfolger gefunden ist, aber meist hängt es daran, dass keiner in Sicht ist. Und hier müssen wir unbedingt mit dem Handwerk im Dialog bleiben. In diesem Zusammenhang ist auch bedenklich, dass die Existenzgründungen im Handwerk schwächeln. Nur im Bereich, das haben Sie auch erwähnt, Herr Boddenberg, der zulassungsfreien Gewerke, dem B1-Handwerken, ist es gestiegen. Dort ist aber leider die Überlebensrate, mit über die Gründe sind wir uns einig, auch am geringsten. 8 Förder- und Beratungsmöglichkeiten werden hier aufgeführt. Oft ist es aber auch die Unübersichtlichkeit, ich nenne es einmal Förderdschungel. Das gilt auch an anderen Stellen der Ausführungen der Landesregierung, die hier Unternehmen abschrecken, gerade wenn es dann um kombinierte Förderung mit der EU geht. Interessant sind auch die Ausführungen zum öffentlichen Auftragssektor. Normalerweise sind die Aufträge im Handwerk gedrittelt, ein Drittel gewerblich, ein Drittel privat und ein Drittel öffentliche Aufträge. Das letzte Drittel aber schwächelt. Die Kommunen, so der Hessische Handwerkstag in seinen Forderungen zur Kommunalwahl, sind wichtige Auftraggeber für das Handwerk. Da ist doch klar, meine Damen und Herren, dass das Fehlen öffentlicher Investitionen durch die schlechte Finanzlage der Kommunen auch das Handwerk schwächt. Ja, das hilft jetzt sehr viel, vor allem denen, die unter dem Schutzschirm stehen. Die Ausschreibung nach Fach- und Teillosen zur Sicherung einer angemessenen Beteiligung kleiner und mittlerer Betriebe, auch dies eine Forderung der hessischen Handwerksbetriebe, scheitert auch oft daran, dass in den Kommunen die Fachabteilungen so ausgedünnt sind, dass man dann doch auf Generalunternehmer ausweicht. Ihre kommunalfeindliche Politik, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, ist mittelstandsfeindlich und damit auch handwerksfeindlich. Es sind der starke gewerbliche und private Bereich, die es hier herausreißen, soweit zu ihrer mittelstandsfreundlichen Handelspolitik. Auch die Verkehrsinfrastruktur spielt eine Rolle, zum einen natürlich, weil sich das Handwerk hier Aufträge erhofft, aber auch, weil eine leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur wichtig ist, damit das Handwerk seine Kunden schnell erreichen kann und erreichbar ist. Zitat aus den Forderungen zur Kommunalwahl: Hierzu ist es erforderlich, den Investitionsstau in der kommunalen Infrastruktur konsequent abzubauen und ausreichende Haushaltsmittel für Verkehrsinvestitionen in Instandhaltung und einen bedarfsgerechten Ausbau des Straßennetzes sicherzustellen. Einen Investitionsstau, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, sehen Sie ja derzeit nicht. Aber seien wir doch einmal ehrlich, diesem Arbeitsauftrag des Handwerks kommt die Landesregierung derzeit leider kaum nach. Ich fasse zusammen. Die SPD steht voll hinter dem hessischen Handwerk als Antriebsmotor der Wirtschaft und für den Mittelstand. In Richtung Brüssel sagen wir: Hände weg vom Meisterbrief.
Aber wir lesen aus der Beantwortung der Landesregierung auf Ihre Große Anfrage, dass wir uns mitnichten zurücklehnen dürfen und dass es noch eine Menge Handlungsbedarf gibt. Fachkräfte- und Nachwuchsmangel, der schwächelnde öffentliche Auftragssektor, das nach wie vor verbesserungswürdige Vergabegesetz. Und nicht nachlassen dürfen wir vor allem bei der Berufsorientierung junger Menschen, die immer noch meinen, dass auch an Sie, meine Damen und Herren hier oben, mit egal welchem Studium hätte man mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt als mit einer soliden Ausbildung im Handwerk, was falsch ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Müller, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Auch ich grüße das Handwerk und freue mich, dass Sie heute zu unserer Plenardebatte gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich dachte, wir reden am Mittwochmorgen über ein positives Thema. Jetzt höre ich, dass es durchaus Kritik gibt, an vielen Stellen auch berechtigt. Aber insgesamt können wir doch sagen, das Handwerk ist auf einem guten Weg. Das Handwerk hat goldenen Boden. Und wie wir sagen, das Handwerk hat auch einen grünen Boden, weil es viele Zukunftsbereiche abdeckt, die für uns auch wichtig sind. Ich nenne nur das Thema erneuerbare Energien, Frauenförderung, Integration von jungen Menschen in den Arbeitsmarkt. Also alles grüne Themen, die auch Zukunft haben. Mit grünen Ideen kann man schwarze Zahlen schreiben. Das Handwerk ist als ältester Wirtschaftsbereich mit eigener kultureller Entwicklung das Kernstück der mittelständischen Wirtschaft in Hessen. Ich denke, das ist uns allen und auch der Hessischen Landesregierung sehr bewusst. Das Handwerk ist im fünften Jahr in Folge in ungetrübter Stimmung. Ich habe heute gerade in der HNA vernommen, dass die Betriebe das auch so sehen. 82,5 der Betriebe in Hessen sind zuversichtlich. Es liegt auch im Moment an der Stimmung. Es gibt geringe Zinsen. Es wird investiert in das sogenannte Betongold. Und ja, Sanierungsstau wird versucht aufzuarbeiten. Im Bereich des Handwerks haben wir 25.000 Auszubildende. Das ist schon genannt worden. Das Handwerk macht einen Umsatz von 33 Milliarden € im Jahr, Zahlen von 2015. Also eine Menge Geld. Das liegt zum einen an der Konsumfreude, ich habe es eben schon gesagt, in dem Betongold, aber auch an neuen Trends. Es gibt immer mehr so die Rückbesinnung auf das gute Handwerk, also auf die gute Handwerksarbeit. Es gibt immer mehr Handwerksmärkte, die auch eine hohe Qualität den Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Es gibt viele Projekte Handwerk und Tourismus. Gerade in Nordhessen gibt es da ein Projekt, wo man an Tagen Handwerksbetriebe besichtigen kann. Es gibt Wochen zum Thema Handwerk und Tourismus. Also in dem Bereich tut sich ganz viel. Und dafür ist natürlich in erster Linie das Handwerk verantwortlich. Aber Politik muss und kann dafür auch die Rahmenbedingungen setzen. Und ich denke, das tut diese Landesregierung. Das Handwerk ist immer ein verlässlicher Partner für uns. Ich habe es schon gesagt, wenn es um die Energiewende geht, die Menschen in Ausbildung zu bringen, Integration von Flüchtlingen. Dafür aber noch einmal an dieser Stelle herzlichen Dank an das Handwerk. Das Handwerk ist eigentlich die tragende Säule in der Energiewende. Der Anteil der Betriebe im Energiesektor, die ausbilden, ist sehr hoch einzustufen. Dafür sind insbesondere die Handwerksbetriebe dieses Sektors verantwortlich. Aber dabei gibt es natürlich auch, Frau Barth hat es schon gesagt, Probleme, diese Stellen zu besetzen. Und deswegen engagiert sich die Landesregierung auch dabei, besonders um den Jugendlichen die Fähigkeiten zu vermitteln, die sie vielleicht noch nicht vollständig haben, damit sie den Anforderungen entsprechen. Und dafür werden besondere Unterstützungs- und Beratungsstrukturen aufgebaut. Die Energiewende ist also eine Win-Win-Situation, sowohl für das Handwerk, aber auch für die jungen Menschen, die eine Chance bekommen, eine Ausbildung zu absolvieren, aber auch für das Handwerk, diese jungen Menschen zu gewinnen mit interessanten Ausbildungsberufen.
Das auszuschöpfende Potenzial in diesem Bereich ist aber auch sehr groß, wenn wir sehen, dass weniger als 20% der Heizungsanlagen in Hessen auf einem aktuellen Stand der Technik sind. Also da gibt es noch enormen Nachholbedarf. Auch bei 75% der 1,3 Millionen Wohngebäude besteht noch energetischer Modernisierungsbedarf. Auch beim Thema Energieeinsparung im Gebäudebestand, bei der Begrenzung der klimarelevanten Emissionen gibt es noch viel zu tun. Das Investitionsvolumen, das bis 2020 berechnet wurde, liegt bei 2,2 Milliarden €, also ein großer Markt. Die Hessische Landesregierung fördert dies auf Grundlage des Hessischen Energiegesetzes mit Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien und Kraft-Wärme-Kopplung. Aber auch das Handwerk ist ständig dabei, zu lernen und die Qualität zu verbessern. Ich weiß, am Anfang gab es immer Gespräche, sind unsere Handwerker gut genug ausgebildet, um die Solaranlagen aufs Dach zu bringen, und kann man dem vertrauen? Das hat sich ja verändert. Mittlerweile gibt es sogar einen Gebäudeenergieberater, der für Effizienzmaßnahmen an Gebäuden berät. Und die Gebäudeberater, die die Effizienz von baulichen Maßnahmen für Fördermittel der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausführkontrolle oder KfW beantragen wollen, die brauchen eine Bescheinigung und müssen in der Energieeffizienzexpertenliste der Deutschen Energieagentur eingetragen werden. Das ist freiwillig, aber ist ein Qualitätskriterium, dass man weiß, diejenigen, die Fördermittel bekommen, haben auch nachgewiesen, dass sie gut sind in ihrem Bereich. Das Handwerk widmet sich aber auch der gesellschaftlichen Aufgabe, mehr Frauen in Männerberufe zu bringen. Wir haben schon gehört, es gibt 10 Berufe, da ist leider der Metzgermeister nicht dabei. Aber ich weiß, Herr Boddenberg, dass Sie stets bemüht sind, dass der auch auf die Liste der 10 beliebtesten Ausbildungsberufe kommt. Aber es ist immer noch so, wie seit Jahrzehnten, dass Männer Kfz-Mechatroniker werden wollen und Frauen Friseurinnen und Fachverkäuferinnen im Lebensmittelbereich. Und diese Konzentration auf wenige Berufe verändert sich nur ganz langsam, aber dafür wird auch etwas getan. Also 1/5 der Ausbildungsverträge sind mit Frauen besetzt. Das ist erheblich zu wenig. Deswegen gibt es zum einen das Thema Vorbilder, also Meisterinnen werden immer mehr in den Blick genommen. Aber auch die Hessische Landesregierung hat eine MINT-Aktionslinie 2011 aufgelegt. In Kooperation mit der Regionaldirektion Hessen gibt es verschiedene Projekte. Also, das können Sie bei der Frage 7 nachlesen. Ich will Sie jetzt damit nicht langweilen, weil Sie das ja alles sowieso vorher gelesen haben. Ich will Ihnen aber ein Beispiel sagen, wie das funktioniert. Also, wir haben in Kassel so ein Projekt Übergang Schule Beruf, wo die Bundesagentur für Arbeit die Mittel des Landes drinstecken, aber auch die kommunalen Mittel, wo Mädchen gezielt mit Betrieben zusammengeführt werden und wo man sieht, wo gerade Mädchen mit Migrationshintergrund das ganz toll finden, jetzt in Männerberufen ihre starke Frau zu stehen. Also, ich denke, das ist ein lohnender Bereich, zum einmal zum Thema Integration, aber auch zur Stärkung der Frauen. Also, gute Sachen, die mit dem Handwerk vorangebracht werden. Der zentrale Baustein für eine gelungene Integration ist natürlich die berufliche Erstausbildung. Und da stellt die Landesregierung zusätzliche Mittel bereit, um die vorhandenen Programme, die es gibt, zu ergänzen. Das ist jetzt auch schon genannt worden, die landesweite Strategie OLAF zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit zwischen Schule und Betrieb, Initiative Pro Abschluss. Und es gibt ein neues Förderprogramm Gut ausbilden. Dort werden insbesondere finanzielle Anreize für Kleinstunternehmen gesetzt, also Betriebe mit weniger als 10 Beschäftigten, die dann auch ausbilden können und die Ausbildungsqualität erhöht wird. Und dafür dieses neue Förderprogramm. Aber auch in dem Bereich ist es so, Vorbilder wirken, und da gibt es gute und viele. Bereits 22% der inhabergeführten Einzelbetriebe von Menschen mit anderer als deutscher Staatsangehörigkeit werden bereits in dieser Hand geführt. Ich denke, das sind gute Vorbilder, die man auch noch gut herausstellen kann. Zum Meisterbrief ist auch schon einiges gesagt worden. Wir hatten es ja auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir eine weitere Novelle der Handwerksordnung nicht für erforderlich halten. Ich will aber auch sagen, das hat der Kollege Klose ja auch schon gesagt, dass wir damals im Jahr 2004
die Reform der Handwerksordnung für richtig empfunden haben. Damals war das Ziel, ja, Schwarzarbeit in diesem Bereich einzudämmen. Und ich glaube, da hat es auch gewirkt, und Unternehmensgründung zu erleichtern. Das ist dann ein bisschen zu viel geworden. Wir alle kennen das Beispiel der Fliesenleger. Aber wie gesagt, deswegen sagen wir auch, derzeit halten wir eine weitere Novelle nicht für erforderlich. Alles andere, denke ich, ist gesagt worden. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg und können stolz auf unser Handwerk sein. Und hätte ich gewusst, dass ich heute reden sollte, hätte ich mich natürlich besser vorbereitet und eine Ahle Wurst aus Nordhessen mitgebracht, um auch die Qualität des Handwerks dann schmecken zu können. So. So kann ich Ihnen nur raten, kommen Sie nach Nordhessen und probieren Sie nicht nur die Ahle Wurst, sondern auch die Kasseler grüne Soße. Vielen Dank. Vielen Dank. – Nächste Wortmeldung kommt von Kollegen Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was gibt es Schöneres, an einem Geburtstag zu dem Bereich mal reden zu dürfen, in dem man selber groß geworden ist? Das ist ein guter Anlass dafür, um über das Handwerk mal wieder umfänglich zu reden. Ich glaube auch nicht, dass es hier viel Platz für Streit gibt. Ich denke, dass die Bedeutung des Handwerks unisono über alle Fraktionen eigentlich anerkannt wird. Meine Damen und Herren, das Handwerk, stellt im Mittelstand sicherlich einen der größten Bereiche dar. Es ist quasi das Rückgrat der hessischen Wirtschaft in seiner ganzen Vielfalt und Bandbreite. Die Handwerksbetriebe haben eine große Verantwortung als Arbeitgeber, als Ausbilder. Als Ausbilder räumen sie oft noch Dinge ab, die das Elternhaus und aber auch die Schulen haben liegen lassen, dass man Auszubildenden teilweise erst einmal beibringen muss, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, pünktlich zu sein, seinen Pflichten nachzugehen und dann auch etwas durchzuhalten, auch seinen Ausbildungsberuf, den man gewählt hat, mal durchzuhalten. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass diese Landesregierung, aber vor allen Dingen auch ihre Vorgängerregierung, viel dazu beigetragen haben, um junge Menschen fit zu machen, auch für das Handwerk. Dazu gehören die Schubklassen. Und da gehört aber auch so etwas darunter wie die Mittelstufenschule, die sich in ihren Formen immer auf die pragmatische Seite im Leben bezogen haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch Indianer, die die Arbeit machen. Und meine Damen und Herren, das Handwerk hat sich noch nie alleine darauf verlassen, dass immer nur das Land, der Staat ihnen bei der Ausbildung hilft. Das Handwerk macht eine hervorragende Arbeit in der überbetrieblichen Ausbildung. Das gehört an dieser Stelle einfach einmal erwähnt und auch gelobt. Die überbetriebliche Ausbildung und die Ausbildung in den Handwerksbetrieben ist für die Auszubildenden dann eine wirkliche Chance. Die Durchlässigkeit gerade im Handwerk ist, glaube ich, so groß wie in keinem anderen Bereich. Sie können es wirklich schaffen, vielleicht am leichtesten in einem Handwerksbetrieb von dem Auszubildenden bis hin zum selbstständigen Unternehmer zu werden. Meine Damen und Herren, gerade auch die Möglichkeit, dass der Meister die Möglichkeit hat, zu studieren, ist ein wirklicher Meilenstein für die Durchlässigkeit von Berufen, und das sollte auch erwähnt werden. Handwerksbetriebe sind zumeist Familienunternehmen. Und zu dieser Familienkultur, zu dieser Kultur von Mittelständlern gehört eben auch ein gesellschaftliches Engagement. Ein Engagement, das durchaus immer überdurchschnittlich ist. Das sehen Sie daran, dass sich Handwerksmeister mit ihren Familien sehr oft in den Vereinen, in ihren Stadtvierteln engagieren, dass sie auch kommunalpolitisch
sich engagieren, meine Damen und Herren. Das ist ein gesellschaftliches Engagement, was vor allen Dingen heute auch im ländlichen Raum gebraucht wird. Denn im ländlichen Raum, wenn wir dann die Frage diskutieren, wer stellt im ländlichen Raum überhaupt noch Ausbildungs- oder Arbeitsplätze zur Verfügung, da kommt man sehr schnell auf das Handwerk, dann kommt man sehr schnell auf die Wirtschaftsmacht von nebenan. Sie sind oftmals diejenigen, die im ländlichen Raum eben tatsächlich immer noch die Impulse geben, sehr modern mit ihren Betrieben auch Zukunftsperspektiven bieten für ganze Regionen. Und, meine Damen und Herren, das ist etwas, was wir durchaus unterstützen sollten, was wir auch anerkennen müssen, dass gerade Handwerksbetriebe hier eine große gesellschaftliche Verantwortung übernehmen mit ihren Betriebsinhabern. In Hessen umfasst das Handwerk etwa 75.000 Betriebe, ca. 338.000 Beschäftigte und rund 25.000 Auszubildende. Im letzten Jahr konnte so ein Umsatz von 33 Milliarden € erwirtschaftet werden. Meine Damen und Herren, das ist wirklich eine Wirtschaftsmacht von nebenan. Der Fachkräftemangel hat auch beim Handwerk seine Spuren schon hinterlassen. Wenn man die Große Anfrage aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass gerade in dem Bereich des Lebensmittelgewerbes es dort Verwerfungen gibt. Ich glaube, dort müssen wir auch noch einmal ansetzen. Es wird sicherlich nicht so einfach sein, indem man sagt, dass der Herr Boddenberg als Botschafter für das Metzgerhandwerk ins Felde zieht. Ich übernehme gerne die Rolle auch für das Elektrohandwerk. Aber, meine Damen und Herren, das alleine wird sicherlich nicht reichen. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass das Marktumfeld auch gerade in diesem Bereich sich etwas geändert hat, dass wir mittlerweile einmal durch das Internet, aber auch durch den Zusammenschluss und die Konzentration auf große Lebensmittelversorger hier Platz greift und hier den kleinen und mittelständischen Betrieben das Leben schwer macht. Da müssen wir uns darüber unterhalten, kann es eigentlich sein, dass ich einen kleinen mittelständischen Bäckereibetrieb mit den gleichen Vorschriften überziehe, wie ich das von einer Großbäckerei erwarte. Ich glaube, wir müssen hier differenzieren, um den kleinen mittelständischen Betrieben eine Überlebenschance zu bieten. Meine Damen und Herren, ich habe gesagt, es ist nicht viel Platz für Streitigkeiten. Aber lassen Sie mich auch eines gesagt sein. Ich glaube, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen sollten, dass z.B. etwas wie die Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge endlich wieder zurückgeführt wird. Das wäre eine Aufgabe des Landes, um sich in Berlin dafür einzusetzen. Das würde dem großen mittelständischen Bereich Handwerk wirklich helfen, aber auch allen anderen mittelständischen Bereichen, weil es den Unternehmen Liquidität entzieht. Dazu wäre Ihre Stellungnahme vielleicht auch einmal sehr hilfreich. Was den Mindestlohn angeht, ich glaube, wir werden gleich noch Gelegenheit haben, ausführlich über den Mindestlohn zu reden. Aber auch da müssen wir zum Beispiel, wenn wir uns über das Handwerk unterhalten, auch über die Dokumentationspflicht unterhalten. Der Mindestlohn mag in Deutschland heute eine Tatsache sein. Die Dokumentationspflicht ist es nicht. Und wer glaubt, dass immer alles so bleibt, wie es ist und alle Rahmenbedingungen gut sind? Meine Damen und Herren, gerade im Bereich des Themas Schwarzarbeit und das Thema Mindestlohn höre ich ja jetzt schon wieder die Auroren rufen, die sagen, wir müssten doch einmal über Vergabegrenzen nachdenken. In der Verantwortung von FDP und CDU haben wir die Vergabegrenzen im Mittelstands- und Vergabegesetz angehoben. Und wir haben bis heute keinerlei Anzeichen dafür, dass es dort zu mehr Schwarzarbeit geführt hat. Die Schwarzarbeit ist grundsätzlich ein Problem, und sie gehört bekämpft. Meine Damen und Herren, die Vergabegrenzen sollten aber so bleiben, wie sie sind, weil sie mittelstandsfreundlich ausgerichtet sind und weil nach aller Erfahrung sie nicht dazu geführt haben, dass irgendwo Subventionen hier mehr Platz greifen. Meine Damen und Herren, da gehört aber auch dazu, dass wir solchen Bestrebungen wie z.B. die Abschreibemöglichkeiten von Handwerkerleistungen
Leistungen, dass wir dem auch entgegentreten. Ich bin relativ froh, dass es scheinbar noch einen gibt in Berlin als Koalitionspartner, der gesagt hat, halt, stopp, hier, lasst hier mir bitte die Hände davon. Das wird nicht ein Teil eines Deals in irgendein Paket hineingenommen. Das war die CSU. Es war nicht die CDU, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Es war die CSU, die vor allen Dingen gesagt hat, hier, stopp, das bleibt so, wie es ist, weil es ein richtiges Instrument ist, um gerade auch Schwarzarbeit zu bekämpfen. Meine Damen und Herren, solche Initiativen würde ich mir aus der Union öfters einmal wünschen. Am Ende bleibt mir zu sagen, die Erfolge, die wir hatten, gemeinsam mit der Kammer in Spanien, was Auszubildende anbelangt. Meine Damen und Herren, den Handwerksmeister zu schützen, gilt es auch in der EU komplett zu verteidigen, in seiner Gesamtheit, wie er jetzt da ist, sondern nicht nur zu verteidigen, sondern ihn auch als Beispiel für ganz Europa, für Betriebe mustergültig zu machen, wie man auch gerade Jugendarbeitslosigkeit – und Spanien ist da ein gutes Beispiel dafür – wie man Jugendarbeitslosigkeit erfolgreich bekämpfen kann. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich denke, die Bedeutung des Handwerks ist unstrittig, und gerade deshalb müssen wir das Handwerk vor weiterer Deregulierung dringend schützen. Ein großer Schlag gegen das qualifizierte Handwerk geschah im Jahr 2004, damals durch die Handwerksnovelle der damaligen rot-grünen Bundesregierung im Zuge der Harzgesetze. Die Deregulierung war ja damals die Antwort auf alles gewesen, und von den seinerzeit 94 Gewerken, bei denen ein Meisterbrief als Grundvoraussetzung für die selbstständige Ausübung vorgeschrieben war, blieben nur 41 erhalten. Der überwiegende Teil der traditionsreichen Handwerksberufe, also 53, wurde vor 10 Jahren in Deutschland dereguliert, darunter Berufe wie Schuhmacher, Parkettleger, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Modellbauer und Feinoptiker. Ob damit das Ziel erreicht wurde, Impulse für neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu geben und die wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks zu stärken, möchte ich mal zumindest bezweifeln. Umgekehrt hat es aber zu Dumpingkonkurrenz für Traditionsbetriebe und zu mehr Unsicherheit bei den Verbrauchern geführt. Und deshalb einer weiteren Deregulierung, ob durch die Bundesregierung oder durch die EU, diesen Plänen muss deshalb eine ganz deutliche Absage erteilt werden, meine Damen und Herren. Das Handwerk leistet einen wichtigen Beitrag zur Schaffung von Ausbildungsplätzen, aber auch im Handwerk gehen die Ausbildungszahlen leider zurück. Das konnten wir ja in der Antwort auf die Große Anfrage nachlesen, und auch, dass das vielfältige Gründe hat. Ich sage noch einmal, eine Ausbildungsplatzumlage, die Betriebe zahlen müssten, die nicht ausbilden, könnte den kleinen, gerade den kleinen Handwerksbetrieben zugutekommen. Es zeigt sich immer wieder deutlich, dass Klein- und Kleinstbetriebe überproportional ausbilden, während sich Großkonzerne aus der Verantwortung stehlen. Und auch deshalb halten wir die Einführung einer Ausbildungsplatzumlage für dringend notwendig. Wenn Großunternehmen schon zu wenig ausbilden, dann sollen sie sich doch wenigstens an der Finanzierung beteiligen, dass die kleinen Betriebe, die ausbilden wollen, auch die Möglichkeit haben, es zu tun. Und wenn wir heute den Meister loben, was ja mehrfach passiert ist, dann finde ich, sollten wir auch über die Bedeutung des Meister-BAföGs reden. Denn es ist ein ganz wichtiges Instrument, das Meister-BAföG, für berufliches Fortkommen, und es müsste von der Bundesregierung dringend in ausreichendem Maße an die steigenden Lebenshaltungskosten angepasst werden. Um das Handwerk auch zukünftig attraktiv zu machen, braucht es gute Arbeitsbedingungen.
Und es gibt eine repräsentative Umfrage des DGB bzw. für den DGB-Index Gute Arbeit, wonach nur 10% der Handwerksbeschäftigten ihre Arbeitsbedingungen für gut halten. Knapp die Hälfte berichten, dass ihr Arbeitseinkommen nicht oder nur gerade so zum Leben reicht. 80% gehen davon aus, dass ihre Rente nicht oder nur gerade so reichen wird. Und 52% gehen davon aus, dass sie unter ihren derzeitigen Arbeitsbedingungen ihren Job gar nicht bis zur Rente durchhalten. Und deswegen will ich an der Stelle auch noch einmal deutlich sagen, wem das Handwerk und eben auch die Handwerker am Herzen liegt. Der sollte wissen, dass der Dachdecker oder der Fliesenleger nicht bis 67 arbeiten kann. Und deshalb ist die Rente ab 67 auch eine Rentenkürzung, gerade für Handwerker. Gerade in diesen Berufen, wo schwer körperlich gearbeitet wird, ist es einfach unmöglich, es im immer höheren Alter darin zu arbeiten. Und wir wissen, dass es natürlich auch kaum ausreichend andere Berufsfelder oder andere Tätigkeitsfelder gibt, dass ein kleiner Handwerksbetrieb eben schwerlich den Fliesenleger oder den Dachdecker, den er eben nicht mehr auf dem Bau einsetzen kann, dass er den schwerlich in irgendeine Verwaltung stecken kann, weil er in der Regel da vielleicht überhaupt nur eine Person hat, wenn überhaupt. Und deshalb, was die Menschen im Handwerk durchhalten lässt, das ist besonders oft die Hingabe zu ihrem Beruf. Nämlich 81% der Handwerksbeschäftigten identifizieren sich mit ihrer Arbeit. Aber das allein reicht nicht zum Leben. Es braucht eben auch gute Löhne und gute Renten. Und das Handwerk stärken heißt eben auch, das Handwerk attraktiv zu machen, um neue Fachkräfte auszubilden und um bestehende Fachkräfte zu sichern. Das bedeutet, dass die Politik gute Löhne unterstützen muss, gute Arbeitsbedingungen, z.B. auch durch Verbesserungen beim Vergabe- und Tariftreuegesetz. Da kann die öffentliche Hand Macht entfalten. Es geht hier auch um die Frage der Ausschreibungspraxis, also eine Ausschreibungspraxis auch zu haben für öffentliche Aufträge, die es kleinen Betrieben auch ermöglicht, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen. Das heißt, dass es nicht zu große Ausschreibungspakete sind und dass eben auch die Anforderungen dementsprechend sind. Und anders als die FDP bin ich der Meinung, ja, auch der Mindestlohn hilft dem Handwerk sehr wohl. Die FDP hat ja gerade die Dokumentationspflichten zum Mindestlohn einmal mehr kritisiert. Das kennt man von der FDP. Ich muss allerdings schon auch sagen, dass mir ein Stück weit ein bisschen das Verständnis fehlt, dass sich auch die Handwerkskammern immer wieder darüber beschweren, dass über den Mindestlohn und die angeblich bürokratischen Belastungen durch Dokumentationspflichten, wo ich jetzt erst einmal davon ausgehen würde, dass es doch gerade die qualifizierten Handwerksbetriebe sind, die dankbar sind, dass sie auch durch den Mindestlohn vor einer Dumpingkonkurrenz geschützt sind, meine Damen und Herren. Und im Übrigen auch noch einmal in Richtung FDP ist ja die Arbeitszeitverfassung ein völlig alltäglicher Vorgang. Die Aufzeichnungspflicht gilt ja gerade einmal für 9 besonders schwarzarbeitsanfällige Branchen und Minijobs. Die typische Dokumentationsaufwand eines Kleinbetriebs umfasst hier eine Tabelle auf einer DIN A4-Seite zur Erfassung von 2 Uhrzeiten täglich, einen Ordner zum Abheften und einen Taschenrechner zum Addieren am Monatsende. Ich glaube, das sind bürokratische Belastungen, die man doch zumuten kann, wenn es darum geht, den Mindestlohn durchzusetzen und eben auch zu dokumentieren, dass er gezahlt wird. Und das Handwerk profitiert vom Mindestlohn ja auch in einer anderen Form. Es profitiert vom Mindestlohn, weil es zu höheren Gehältern führt, weil es die Kaufkraft der Privathaushalte stärkt. Denn wer jeden Cent umdrehen muss, der renoviert und saniert dann halt eher selber oder er schiebt es auf, aber er wird vermutlich keinen qualifizierten Fachbetrieb beauftragen. Und da bin ich von den Privathaushalten jetzt bei der öffentlichen Hand. Und natürlich wissen wir, dass die öffentliche Hand ein ganz wichtiger Auftraggeber für das Handwerk ist. Und wenn die öffentlichen Investitionen sinken, weil Kommunen unterfinanziert und Infrastruktur im Namen der Schuldenbremse kaputt gespart wird, dann ist das eben auch für das Handwerk und die Beschäftigten im Handwerk ein Problem. Und deswegen sagen wir, wir brauchen mehr Investitionen, mehr öffentliche Investitionen auf allen Ebenen. Davon könnte auch das Handwerk profitieren. Aber dafür muss man Schluss machen mit dieser unseligen Politik des Festhaltens an der schwarzen Null und an der Schuldenbremse, meine Damen und Herren.
Das Thema Energiewende ist angesprochen worden. Ich glaube, auch hier spielt es natürlich, hat das Handwerk natürlich eine Schlüsselrolle. Da ist natürlich auch die Frage, wie man die Energiewende ausgestaltet und wie sie in Angriff genommen wird, ob man wirklich schaut, wie man die Wertschöpfung vor Ort stärken kann, auch durch die Energiewende. Ich glaube, auch da ist das Handwerk an einer Schlüsselrolle. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, das Handwerk und seine Belange brauchen unsere Aufmerksamkeit, die selbstständigen Handwerker ebenso wie das wie die im Handwerk Beschäftigten. Deswegen ist es richtig, darüber zu diskutieren heute Morgen. Aber das heißt natürlich auch, dass man die Probleme benennen muss, was die Landesregierung ja zum Teil auch in ihrer Großen Anfrage macht. Ich glaube, dass hier Landesregierung und Bundesregierung doch einiges noch besser machen könnten, um gute Bedingungen für das Handwerk zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die wirtschaftliche Situation des Handwerks in Hessen ist gut. Wir haben im letzten Jahr die Situation gehabt, dass in über 75.000 Betrieben rund 338.000 Beschäftigte gearbeitet haben, darunter mehr als 25.000 Auszubildende. Die Handwerksbetriebe in Hessen haben im letzten Jahr einen Umsatz von rund 33 Milliarden € erwirtschaftet. Und gut 85% der hessischen Handwerksunternehmen haben eine insgesamt mindestens zufriedenstellende Geschäftslage gemeldet. Das sind gute Nachrichten für das Handwerk und damit auch gute Nachrichten für unser Bundesland, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis September 2015 konnten, Frau Kollegin Barth, 10.080 neue Lehrverträge bei den drei hessischen Kammern eingetragen werden. Wenn ich es recht gesehen habe, sind das mehr als 2014. Und in aller Regel kommen ja noch ein paar hinterher, die dann noch gemeldet werden. Das heißt, wir haben auch in diesem Bereich eine positive Bilanz. Das ist gerade in diesen Zeiten, wo wir uns um die Frage des Fachkräftemangels auseinandersetzen, ebenfalls eine gute Nachricht für die Zukunftsfähigkeit sowohl des Handwerks als auch unserer Gesellschaft. Und für die erste Hälfte dieses Jahres rechnen die Unternehmer aller Handwerksgruppen mit einer ähnlich guten Geschäftslage wie 2015. Und ich will ausdrücklich hinzufügen, da trägt auch dazu bei, weil es angesprochen wurde, dass wir mit dem Haushalt ein kommunales Investitionsprogramm beschlossen haben, wo wir die Pi mal Daumen 300 Millionen € des Bundes um 700 Millionen € aufgestockt haben und 1 Milliarde kommunales Investitionsprogramm aufgelegt haben. Und die Kriterien so festgelegt haben, dass gerade die Schutzschirmstätte, Frau Kollegin Barth, wenn ich es recht im Kopf habe, in absoluten Zahlen ist der Gewinner die Stadt Kassel mit um die 40 Millionen €. Und ich glaube, auf dem zweiten Platz kommt die Stadt Offenbach mit gut 30 Millionen €, dass gerade diese Städte, die sozusagen in der Vergangenheit weniger investiert haben, aufgrund ihrer schwierigen Finanzlage in die Lage versetzt werden. Und ich bin sicher, das wird gerade dem örtlichen Handwerk helfen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind überzeugt davon, dass das Handwerk eine unverzichtbare Stütze unserer Wirtschaft ist. Und ich will ausdrücklich sagen, es ist ja schon angesprochen worden, dass dazu auch der Meisterbrief gehört. Die besonders qualifizierte Vorbildung der Meisterinnen und Meister im Handwerk bürgt für diese hohe Qualität, schafft qualifizierte Ausbildungsplätze und macht meistergeführte Betriebe krisenfest. Und natürlich hilft da auch ein Blick zurück. Und natürlich ist es so, dass die Aufhebung des Meisterzwangs für bestimmte Bereiche im Handwerk, wenn man jetzt 12 Jahre später zurückblickt, keine besonders positiven Auswirkungen hatte. Wir haben zwar einen Gründungsboom in diesem Bereich erlebt, aber die Überlebensrate dieser neuen Handwerksbetriebe, die jetzt B1-Betriebe genannt werden, ist drastisch verringert. Das heißt, diese Betriebe sind nach 5 Jahren zu fast 60% wieder vom Markt verschwunden. Und was ganz besonders negativ ist, von ehemals 20 Auszubildenden auf 100 Betriebe im Jahr 2004 sank die Anzahl der Auszubildenden bis zum Jahr 2014
auf 5 Auszubildende pro 100 Betriebe, also ein Rückgang von 75%. Das muss man an dieser Stelle sagen. Ich sage das auch als jemand, der einer Partei angehört, die 2004 im Bund die Mehrheit hatte und dieses mit auf den Weg gebracht hat. Im Gegensatz dazu blieb die Überlebensrate der nach wie vor meisterpflichtigen A-Handwerke konstant hoch, ebenso die Ausbildungsleistung. Um vielleicht einmal den Unterschied klarzumachen, wir haben ja auch im nächsten Tagesordnungspunkt eine Debatte über die Vergabe. Gestern in der Frankfurter Rundschau war zu lesen ein Interview mit dem Geschäftsführer des Zentralverbandes des Baugewerbes, der darauf hinweist, dass es vorher 17.000 Fliesenleger in Deutschland gab und jetzt 72.000. Das ist übrigens ein Teil des Problems bei der Durchsetzung der Bekämpfung auch von Schwarzarbeit. Wir haben es da sicherlich auch oft mit Scheinselbstständigkeit zu tun. Und das macht manches auch komplizierter, als es vorher war, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen setzt sich die Landesregierung nach wie vor uneingeschränkt für den Erhalt des großen Befähigungsnachweises in den verbliebenen, so will ich sie mal nennen, Berufen ein. Es ist für die Zukunft des Handwerks ganz besonders wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir reden auch über Gründen und Nachfolgen. Für eine vitale und stabile Wirtschaft sind gerade Existenzgründungen unerlässlich. Das unterstützen wir auf vielfältige Weise, nicht nur bei Neugründungen, sondern auch bei den Fragen der Nachfolge bestehender Betriebe. Das wird in den nächsten Jahren eine ganz besonders große Rolle spielen. Es gibt Zuschüsse, es gibt Beratung, es gibt Förderdarlehen, es gibt Bürgschaften, es gibt Beteiligungen. Es gibt sozusagen nichts, was es nicht gibt, wo wir darum kämpfen, dass wir neue Betriebe bekommen und bestehende erhalten bleiben. Ganz besonders wichtig ist uns die Frage, wie wir die große Herausforderung der Integration von jungen Flüchtlingen in die Arbeitswelt bewerkstelligen. Und da haben wir im Handwerk einen starken Partner. Weil auch an diesem Punkt ist Baustein für gelingende Integration eine gelingende berufliche Erstausbildung. Schon heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Schätzungen zufolge über 20% aller Auszubildenden im Handwerk einen Migrationshintergrund, 11% einen ausländischen Pass. Das heißt, das Handwerk ist auch ein Motor für die Integration und für die Frage, wie wir Integration zu einer gelingenden Sache machen. Ich will ausdrücklich sagen, dass auch wir als Landesregierung verstärkt auf den Faktor Ausbildung für gelingende Integration setzen. Wir richten die Förderprogramme auch auf die Gruppe junger Flüchtlinge aus. Wir stocken die finanziellen Mittel in diesem Bereich auf um über 11 Millionen € in 2 Jahren und initiieren konkrete Projekte wie z. B. Wirtschaft integriert, wo das Handwerk ein unverzichtbarer Partner ist. An dieser Stelle ausdrücklich vielen Dank auch dafür, dass wir da wirklich Menschen haben, die nicht fragen, was alles nicht funktioniert, sondern die jetzt sagen, wir haben ein Problem, wir lösen es, also machen wir einfach. Vielen Dank dafür. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ausbildungsleistung ist erwähnt worden. Und man muss es noch einmal sagen, rund 26% aller neuen Ausbildungsverträge sind im Bereich des Handwerks. Die Ausbildungsquote im Handwerk liegt bei 8%. Das ist deutlich über dem allgemeinen Schnitt von 4,8%. Ich will aber an dieser Stelle einmal sagen, Stichwort Ausbildungsplatzumlage, was vielleicht eine Forderung war, über die man diskutieren konnte zu einem Zeitpunkt, als es ein deutliches Überangebot an Ausbildungswilligen gab und ein deutliches Missangebot an Ausbildungsplätzen, wird immer schwieriger, wenn dieser Markt sich dreht und es teilweise so ist, dass Betriebe Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen, aber keine Auszubildenden finden. Wollen Sie dann einen solchen Betrieb bestrafen dafür und wollen sagen, er hat sich nicht genug bemüht? Ich glaube, an dieser Stelle wird es etwas schwierig. Wird es etwas schwierig, wenn wir in eine Situation, da sind wir ja teilweise schon, kommen, wo es unbesetzte Ausbildungsplätze gibt, dann wird es, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein bisschen absurd. Deswegen glaube ich, das, was man immer schon gefordert hat, muss nicht richtig sein, wenn die Wirklichkeit sich verändert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will aber ausdrücklich sagen, ich bin dafür, dass das Handwerk sich kräftig bemüht, auch um Auszubildende zu werben
und die Ausbildungsbedingungen attraktiv zu machen und auch dafür zu sorgen, dass es weniger Ausbildungsabbrüche gibt. Auch das hat etwas mit Attraktivität zu tun. Das wird für die Zukunft ganz besonders wichtig sein. Ich will ausdrücklich einmal sagen, das Handwerk bietet vielen einen Ausbildungsplatz, die es woanders schwerer haben, einen Ausbildungsplatz zu finden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch das ist ein Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft. Wir wollen das unterstützen vonseiten der Landesregierung. Wir tun das. Wir verbessern die Strukturen bei der landesweiten Strategie OLOF zur Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit. Wir haben neue Förderprogramme wie Gut Ausbilden aufgelegt, die besonders die Ausbildungsqualität und Fähigkeit bei Kleinstunternehmen stärken sollen. Wir haben wieder ein Bündnis Ausbildung in Hessen, wo alle mitmachen, auch die Gewerkschaften. Wir haben da gemeinsam das Ziel, die duale Ausbildung attraktiver zu machen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und an dieser Stelle ausdrücklich, es steht ja Neues bevor. Wir sind in Sachen Digitalisierung in der Situation, dass in Zukunft auch im Handwerk Themen eine Rolle spielen werden, die sozusagen in der Vergangenheit keine Rolle gespielt haben. So ähnlich wie der frühere Schlosser inzwischen eine, ich habe den genauen Begriff jetzt nicht im Kopf, ich glaube CNC, ein CNC-Dreher ist mit allem, was dazugehört, mit vielem, was da am Ende dazu kommt. Ja, ist es sicherlich so, dass wir auch in anderen Bereichen erleben, dass die Digitalisierung Ausbildungsberufe verändern wird und wir uns Gedanken machen müssen, was das auch bedeutet für die nötige Qualifikation der Auszubildenden. Auch Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktion ist und auch an diesem Schluss ist es, an diesem Punkt ist es so, dass uns vieles bevorstehen wird, wo ich aber überzeugt davon bin, wenn wir als Gesellschaft, wenn wir als Politik, wenn wir als Handwerk sagen, zusammenhalten, dann werden wir auch diesen Herausforderungen gemeinsam begegnen. Und eines will ich als letzten Satz noch sagen, da ich ja auch Energieminister bin. Ich finde es schön, dass das Handwerk vor einigen Jahren begonnen hat, sich als offiziellen Ausrüster der Energiewende zu bezeichnen und will ausdrücklich Sie bestärken, das weiterhin zu tun. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Grüße ans Handwerk. Danke für die Debatte und danke vor allem auch für die viele Arbeit im Ministerium für die Erarbeitung dieser großen Anfrage. Danke sehr. Vielen Dank. Damit ist die große Anfrage, Tagesordnungspunkt 37, besprochen.